Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Heute will mir die liebe Adriana mal beibringen, was denn diese ganzen Schminkutensilien von mir auf Portugiesisch heißen. Ich bin sehr gespannt, liebe Adriana, was du mir beibringen wirst. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Sie ist Deutsche. Und sie hat nie in ihrem ganzen Leben Portugiesisch gelernt. Aber heute... Heute will ich mal wissen, was das auf Portugiesisch heißt. Aber vorher habe ich eine Frage. Ja. Hast du schon eine Kundin aus Brasilien gehabt? Aus Brasilien? Ja, aber nur Deutsche, die in Brasilien leben. Aber eine richtige Brasilianerin, du bist die Erste. Ah ja, wirklich? Ja, aber vielleicht würdest du jemanden haben und ja, genau, vielleicht auch brauchst mehr du Portugiesisch. Genau. Mhm. Oder eine Portugiesin kann auch vorbeikommen. Ja, genau. Aus Portugal hast du auch nie gehabt. Noch nicht. Aus Kunden. Ja, aber es kommt noch. Also in München ist sehr wahrscheinlich, dass sie kommt. Ja, es kommt noch. Okay, dann fangen wir an. Machen wir so, Christine wird uns fragen, wie heißt die Sachen auf Portugiesisch. Genau, und wir fangen einfach an. Und zwar, was heißt denn Make-up-Pinsel? Ganz klassisch. Make-up-Pinsel heißt Pincel de Maquiagem. Pincel, kannst du sagen? Pincel. 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 Ja, L am Ende des Wortes spricht man U. Pincel. Pincel. Ja, sehr gut. Pincel. Pincel. Sehr gut. Pincel. Pincel. Pincel de maquiagem. De maquiagem. De maquiagem. De maquiagem. Maqui. Maqui. A. A. Gem. Gem. Ja, diese Maquiagem. Ja, sehr gut. Maquiagem. Du hast Talent. Uhul, sehr gut. Pincel. Pincel. De. De. Ja, E am Ende des Wortes spricht man I. De. De. Schreibt man D, E, aber man spricht de. Ok, de. De maquiagem. 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 Uau, super! Sehr gut. Jetzt sehr gut. Jetzt die ganze Worte. Das ganze Wort. Pincel de maquiagem. Pincel de maquiagem. Sehr kompliziert. Ich glaube, ich muss das sehen. Wie super. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Ja, aber Englisch... Et un petit français. Ah, okay. Französisch... Franzose hat ein bisschen mit Portugiesisch zu tun. Okay. Okay, dann weiter. Machen wir weiter, genau. Okay, ich tue dann hier auf der Seite. Ne? Genau. Was heißt Mascara? Mascara heißt Rímel. Rímel. Das ist schwierig. Rímel. Rímel? Rímel. 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 Ja, das Akzent ist in I. Rímel. 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 Ja, am Ende L spricht man wie U. Rímel. Rímel. Ist ein bisschen wie Chinesisch. Ist sehr schwierig, ja. Rímel. Aber der Akzent ist in I. Die, wie heißt er, wenn man... Betonung. Die Betonung ist I. Rímel. 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 Er sagt Rímel. 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 Ja, fast. Klingt wie Miau. Ja, Rímel. 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 Ist nicht Miel, ist Rímel. Rímel. Ohne I. Rímel. Rímel. Ja, sehr gut. Rímel. Ja. Abone o. Rímel. Rímel. Rímel, gut, gut. Sag du nochmal. Rímel. Rímel. Ja, super. Okay, perfekt. Perfekt. So. Rímel. Dann haben wir einen Rouge-Pinsel. Rouge-Pinsel. Pincel para blush. Rouge. Man sagt auch Rouge in Brasília. Okay. Rouge ou blush, né? Okay. Okay. Pincel de blush. Pincel de blush. Blush. Uau! Pincel sagst du schon perfekt. Vida? Pincel de blush. Blush. Super, uau, sie lernt sehr schnell. Sehr gut. Perfekt.
So. Opa. Ach, dann haben wir Rouge klassisch, das heißt dann Rouge. Blush. Blush. Oh, man sagt auch, siehst du, Blush ist auf Englisch, ne? Aber man sagt auch in Brasília Blush. Blush okay, ist Blush. Blush. Und die Farbe ist, das ist rot? Nein, das ist so orange. Ja, seine Orange ein bisschen rot. Ja, aber man sagt, also Orange, Laranja. Laranja. Wow, super gut, Laranja. Laranja. Gut. Und rot? Rot, vermelho. Wie? Vermelho. Vermelho. Ver. Ver. Me. Me. Leo. 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 Vermelho. Ja, wir haben auf Portugiesisch einen Buchstabe. Die beiden sind zusammen, beide Konsonanten zusammen, L und H. L und H heißt Lolha. Weißt du? Man schreibt L-A-H und O, L-H und A. Dann Lha, Lho, Vermelho, jetzt Palha, zum Beispiel. Was heißt Palha? Palha, oh Gott, ich weiß es nicht auf Deutsch. Palha ist Palha, ich weiß es nicht, Hilf! Also wenn ihr es wisst, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ja, ich werde recherchieren, was Palha ist auf Deutsch, weil ich Palha weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber okay. Ihr werdet lesen. Okay, dann klassisch, was heißt Make-up? Einfach Make-up? Make-up. Maquiagem. Ja, Maquiagem. Und Contouring? Was ist Contouring? Das, was wir gemacht haben, Contouring. Ja. Also wenn du betonst... Ah, hier. Die und die Nase schmäler machst. Contouring heißt das. Contorno. Contorno. Sehr gut. Dann haben wir einen Lippenstift. Was heißt Lippenstift? Baton. Wie? Baton. 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 Baton? Sim. Ja, sim, ja. Baton. Sim, ja. Baton. 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 Fast wie Beton, plus Baton. Ja, ba. Ba. B-A-T-O-M. Baton. Baton. Sehr gut. Baton. Sehr Baton. Und welche Farbe ist hier? Die du auf den Lippen hast. Also, orange. Baton, laranja. Baton, laranja. Ja, aber das ist ein bisschen Französisch. Du hast mit Französisch also. Aussprache gesprochen. Baton, man sagt nicht laranja, man sagt laranja. Laranja. L-A-R-A-N-J-A. Laranja. Yay! Perfekt! Laranja. Laranja. Baton. Baton. Laranja. 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 Ran. Also ihr müsst den R üben. Sehr gut. Baton laranja. Baton laranja. Also das war wieder französisch. Das war total französisch. Baton laranja. Baton laranja. 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 Kein Betonung. Laranja. 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 Okay, irgendwann werde ich es können. Was heißt Highlighter? Highlighter, ich weiß nicht. Macht man hier oben drauf Highlighter? Ich weiß nicht. Highlighter ist, wenn man viele Eyeshadow hat. Nein, Highlighter ist hier oben, um zu betonen, dass es ein bisschen glänzt. Boah, ich werde sagen Highlighter, weil... Okay, Highlighter ist Highlighter. Highlighter ist Highlighter, weil ich weiß es nicht wirklich. Ich bin lange nicht mehr in Brasilien und ich kenne nicht so gut Make-up. Ich bin Sie war gerade erst in Brasilien. Ja, genau. Sie war lange nicht mehr. 40 Tage, ja genau. Nee, lange nicht mehr wohne, ne? Also, ich wohne lange zu wohnen. Nicht mehr, ja. Nee, ich weiß nicht, Make-up ist nicht mein Ding. Also, ist mein Ding, aber... Muss noch... Ja, verstehe. Genau, wir schneiden ja, das. Wir schneiden. Okay, was heißt Lipgloss? Gloss. Gloss. Wir nennen ganz einfach Gloss. 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 Okay, sehr einfach. Okay. Nein, ich habe falsch gesagt. Wir sagen Gloss, aber wir sagen auch Brilho. Brilho. Ja, warte mal. Ich also wieder fragen. Ja. Und was heißt Lipgloss? Brilho.
Brilho. Brilho. Brilho. Brilho ist, auf Deutsch heißt ganz genau Glanz. Ah. Weil wir nennen dann Brilho, weil hier glänzt ein bisschen, wenn du Lip Gloss. Ja, genau. Ja, genau. Brilho. Sehr gut. Sehr gut. Brilho. 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 Nein, Brilho. 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 Sehr gut. Sie hat Talent. Ich übe noch. Dann, was heißt Eyeliner? Eyeliner ist Delineador. Lápis ist Schneide bitte. Pencil, ne? Oder? Pencils. Kurschreiben und Pencil. Das ist Pencil. Eine Pencil, oder? Ein Stift. Stift. Was ist Pencil? Pencil ist Englisch. Englisch, ja. Ich verwechsel. Okay. Lápis Delineador. Weil es gibt auch Delineador in Liquid, ne? Ja. Fluss. Genau, okay, aber das ist Stift. Also, was heißt Eyeliner? Eyeliner, da das ein Stift ist, dann ist Stift ist Lápis. Lápis. Eyeliner ist Delineador. Lápis Delineador. 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 Sehr gut. Lápis delineador. Ah, super, perfekt. Okay, super. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Was haben wir noch? Ay, das wird lustig. Ach, Augenbrauenstift. Lápis. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Noch schwieriger. Ja, weil das, also Stift ist Lápis. Lápis. D ist von, wie wäre ihr für D. Lápis D. Som. Bran. Célia. Sobrancelha. Ja, super. Sobrancelha. Super. Lápis. De. Sobrancelha. Super, perfeito. Sehr gut. Wow. Also ich muss sagen, Portugiesisch ist schwierig. Man braucht einen Experten, der einem das beibringt. Sonst ist man verloren. Sprache am Anfang ist schwierig. Aber schwieriger als Deutsch ist nicht. Lidschattenpinsel? Pinsel ist Pincel. Pincel. De sombras. De sombras. Ja, sombras vale plural ist, né? Sombra ist... Ja. Pincel. De. Sombras. S-O-M-B-R-A-S. Sombras. Ist nicht E. Sombras. Ja, genau. Weil du sprichst ein bisschen mit E. Okay. A, E, ne? Aber es ist nicht E. Ist wie du schreibst, du sprichst. Sombras. Ja, super, gut. Pincel, oder Pincel para, de oder para sombras. Okay, und was heißt die Schminkfee? Die Schminkfee? Ich weiß nicht, wie heißt die Fee auf Deutsch. Fairy. Fee ist Deutsch. Wie heißt Fee? Fee ist eine Fee, eine Zauberfee, die dich verzaubert. Ah, Fada! Okay. Schminkfee. Ah, Fada da Maquiagem. Fada da Maquiagem. Schminken ist Maquiar. Maquiagem? Schminkfee, Fada da Maquiagem. Du bist eine Fada. Fada. Fada de Maquiagem. Da Maquiagem. Fada. Da. Maquiagem. Maquiagem. Ja, Fada da Maquiagem. Also ich bin Fada de Maquiagem. Genau. Wenn die schminkt, bling, bling. Genau. Bling, bling. Sehr gut. Fertig? Ja, ich glaube schon. Haben wir noch einen Pinsel? Korrektivo? Concealer? Hat man schon, oder? Nee, Concealer. Nee. Okay, was heißt Concealer? Concealer heißt Korrektivo. Korrektivo. Ja, C-O-R-R-E-T-I-V-O.
O. Korretivo. Aber am Ende diese O sagen wir U. Korretivo. 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 Klingt wieder chinesisch. Ja. Korretivo. Korretivo. Ja, aber du betonst Wu. Aber man darf das nicht mais. Korretivo. Korretivo. Nicht Wu. Wu. Korretivo. 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 Ja, gut. Ja, perfekt. Korretivo. Uff. Uff. Sehr gut. Nicht so einfach. Leute, das ist das erste Mal, dass sie Portugiesisch wirklich hört. Ne? Und, ja. und wiederholt. Versuchen zu wiederholen. Dann ihr könnt wissen, dass ihr auch Portugiesisch lernen könnt. Genau, ihr müsst einfach Adrianas Kanal abonnieren, weil sie bringt euch auch Portugiesisch beim Kochen bei, zum Beispiel, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, das gut. ist ganz toll. Also auch 1 bis 10 hast du. Genau. Erstmal die Grundlagen kennt. Also wenn man nach Brasilien fliegt oder nach Portugal zum Beispiel, sollte man unbedingt vorher Adrianas Videos schauen. Bitte. Und wer zu Feier gehen oder Hochzeit oder keine Ahnung oder einfach schöne für so ihr Mann sein möchte, bitte ihren Kanal abonnieren, Schminkfee, ne? Auf YouTube auch, ganz einfach. Genau, die Schminkfee. Die Schminkfee. Ja, genau. Ich kann auch Deutsch lernen hier. Die Schminkfee. Genau, so ihr Lieben, ich hoffe, euch hat unser Portugiesisch für Schminkbegeisterte gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, Adrianas Kanal zu abonnieren. Ich schreibe ihn euch mit unten in die Infobox. Und wir freuen euch, und wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir bitten das ja. Daumen hoch. Daumen hoch. Aber wie sagst du komplett? Abonniert unbedingt meinen Kanal und gebt unbedingt einen Daumen hoch. Abonniert unbedingt meinen Kanal und mein Kanal, das Kanal, oder? Mein Kanal. Ja, ich weiß, aber das ist das Kanal. Nee, nee, dein Kanal. Du musst sagen, und abonniert unbedingt meinen Kanal. Ja, ich weiß, aber ich frage, ob das die oder der ist. Der Kanal. Der Kanal. Der Kanal, okay. Das Kanal. Nein, das Kanal geht nicht. Der Kanal, okay. Oh mein Gott. Schickt eure Leute was nicht, wenn nicht gefällt. Hä? Es gefällt immer.